Hallo und einen wunderschönen guten Abend aus Dinkelsspül. Heute möchte ich euch äh, mal näher bringen die unterschiedlichen Solarplatten. Und ähm, ich habe ja in meinen letzten Videos schon drauf ein oder bin schon drauf eingegangen. Die Woche haben wir ja echt Solarwoche. Also was heißt Solarwoche? Also wir haben äh, etliche Kunden da die Solaranlage kriegen. Auch das Fahrzeug, wo wir gleich da hinten stehen, aber dazu kommen wir gleich noch. Und äh, ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, ähm, weil ich einige Anregungen gekriegt habe. Schindeltechnologie, Hochvolt, äh, was ist genau der Unterschied ähm, und so weiter. Warum jetzt auf einmal Schindel? Dann äh, gibt es äh, wieder andere äh, YouTube-Videos, wo Schindel wieder als eher Schwindel bezeichnet werden. Und so weiter. Und ich möchte jetzt auf eine ganz neutrale Art nur die verschiedenen Techniken der verschiedenen Module einfach mal grob vorstellen. Und äh, da habe ich euch ein bisschen was dazu vorbereitet. Und dazu kommen wir jetzt. Also, erst einmal möchte ich zur Schindeltechnologie sagen, weil viele ja angeben, dass das ähm, eine neue Technologie ist und ähm, was so ja gar nicht stimmt, weil die Technologie als solches. Die Schindeltechnik kam ja schon aus dem Jahre 1960 und äh, seit dem Jahre 2012 wurde das Thema nochmals äh, megamäßig forciert, um die Technik marktreif zu machen. Und äh, seit 2012 gab es auch unzählige erfolgreiche Versuche, äh, die Technik... Ähm, eben marktgerecht zu präparieren und dementsprechende Erfolge zu verzeichnen. Ja, und hier haben wir jetzt auch mal ähm, einen schönen Artikel bzw. eine schöne Seite, ähm, wo man das alles auch gut nachlesen kann und äh, warum die, oder bzw. die Vorteile einer Schindeltechnologie. Ähm, erstens, es werden keine Busbars mehr auf den Waffern benötigt. Somit besteht die frei werdende Fläche des Stromerzeugers oder der Stromerzeugung zur Verfügung. Also das heißt, wir haben wesentlich mehr Fläche als solches zur Verfügung, wo man damit Strom erzeugen kann. Der Abstand zweitens, der Abstand zwischen den Waffern wird sich nicht wird nicht mehr benötigt. Also, da ist ja immer äh, etwas größerer Abstand dazwischen, und der wird eben definitiv nicht mehr benötigt, äh, was wieder Fläche neuer Waffen freigibt oder das Modul verkleinern lässt. Also, man kann entweder ähm, definitiv auf gleicher Fläche mehr Modul erzeugen, also mehr Strom erzeugen, oder man kann das Modul kleiner werden lassen. Und das ist ja das, was ich jetzt gerade äh, oder im letzten Video angeboten habe: das äh, Modul, was wir jetzt auch im Programm haben, wo durch gleicher Leistung aber wesentlich schmäler geworden ist. Drittens, die Übertragung von Minus und Plus erfolgt nicht mehr über zwei oder fünf Busbars also nicht mehr punktuell, sondern über eine vollflächige Kontaktierung in dem Bereich, wo die Waffen überlappen, verklebt sind. Das ist das, was ich im Bild vor, im Vorfeld eingeblendet habe, wo eben wie auf dem Dachziegel die Waffen überlappen und hier werden im Prinzip die Kontakte dargestellt. Viertens, durch die Überlappung der Waffen, Doppelt so dick, oder sind die Waffen dann an der Stelle natürlich doppelt so dick und somit mehr als doppelt so stabil. Das heißt natürlich, wo überlappt wird, kriegt natürlich die ganze, das ganze Modul eine wesentlich höhere Stabilität in die ganze Geschichte und ist bei Weiden nicht mehr so empfindlich. Und fünftens, durch die lineare Kontaktierung ist die Verbindung, mit einem geringeren Widerstand, sodass der Strom hocheffizient fließen kann, also wesentlich effizienter wie vorher. Dieser Vorteil ist nicht bei dem Leistungstest relevant, sondern wenn die Module in der Sonne heiß werden. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn die Module in der Sonne heiß werden, weil das ist ja eigentlich genau äh, dann dementsprechend das, was getestet werden muss. So wird die gewonnene Energie am Tag signifikant vergrößert. Was ganz logisch ist, weil dadurch natürlich wes mehr Leistung, wesentlich mehr Leistung produziert werden kann. Wo andere Module in der Hitze einbrechen und äh, nicht mehr so gut sein können, ähm, werden dann diese Module erst bei größerer Hitze echt effektiv. Ja, und jetzt kommt auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt, und zwar der sechste Punkt. Dadurch, die schmalen Streifen nun mehrere Zellen in ein Modul passen, werden nicht alle in eine Reihe geschalten, in Klammer, in einen String verbunden, sondern die Zellen werden, wenn 36 oder 72 Zellen erreicht sind, parallel verschaltet mit dem nächsten 36 oder 72 Waffen im Solarmodul. Somit kann die jeweilige Anzahl, der in einer Reihe komplett verdunkelt werden und die andere Fläche arbeitet noch auf voller Leistung, erfolgt die Abschattung jedoch so, dass alle Strings davon betroffen sind, ist das auch, ist das auch schnell, ja da lässt natürlich dann auch schnell die Leistung nach, ist ganz klar. Äh, wenn alle bitte. Aber es kommt natürlich immer drauf an. Aber das ist natürlich immer so, je nachdem wie stark die Verschattung ist und äh, wie groß die Verschattung ist. Aber der Vorteil ist natürlich in dem Fall, wenn die Verschattung nicht die ganzen Strings betrifft, sondern eben nur die Reihen, die dann parallel zueinander verschaltet sind, dann hat man natürlich schon den effektiven Vorteil, dass die anderen noch mit 100% dementsprechend weiterarbeiten. Ja, und dann kommt natürlich noch der äh, siebte Punkt. Wird die Fläche des Solarmoduls bei gleicher Leistung kleiner? Verbessert sich der Wirkungsgrad, welche in der Technik nicht im Prozent angegeben sind? Äh, eins entspricht dem allgemeinen Verständnis von 100 Prozent, also der Wirkungsgrad eines Solarmodules lässt sich ganz einfach berechnen. Wirkungsgrad gleich Nennleistung von Strommodul, also Solarmodul. Geteilt durch Fläche des Solarmoduls in Quadratmeter mal 1000 W durch M hoch, also durch Quadratmeter. Das ist eine relativ simple Geschichte. Vergleicht man nun ein 100 Watt Solarmodul mit ähm, 0,67 Quadratmeter, welche noch Busbars hat, kommt dies auf einen Wirkungsgrad von 0,148. Und ein 110 Watt-Modul in Schindeltechnologie mit einer Fläche von 0,569, also weniger Quadratmeter, erreichen wir einen äh, Wirkungsgrad von 0,193. Also der ist schon erheblich höher, der Wirkungsgrad, wo dementsprechend aufgezeigt wird. Dies zeigt, dass durch die Schindeltechnologie die Module effizienter geworden sind. Also, da kann man sagen, was man will. Das sind einfach rechnerische Darstände, die, die sind so. Also das sind Darlegungen, da kann man nicht dran äh, rütteln. Und ich finde es auch ganz interessant, ähm, was man da aufzeigt, weil es kommt ja, wenn man solche Tests durchführt, auch echt immer auf die Bedingungen drauf an. Ein Schindelmodul ist natürlich nicht für alle Lebenslagen gedacht, weil es gibt kein Modul für alle Lebenslagen, das ist ganz klar. Dann kommt der Punkt 8, die Waffen, der bei angebotenen Schindelsolarmodulen bei 150 Watt werden alle mit Waffen in der PERC-Technologie produziert. Der Vorteil dieser Technologie ist, dass Licht, welches ohne Energieumwandlung bis zur Rückseite durchdrungen ist, reflektiert wird und somit genutzt werden kann. Also das ist ein großer Vorteil. Dieser Vorteil wird besonders bei flach liegenden Solarmodulen auf den Fahrzeugen genutzt, da dort das Licht selten optimal auftrifft. Ja klar, weil unsere Module ja nicht im 45-Grad-Winkel aufliegen, sondern immer flach auf dem Dach liegen und somit natürlich dementsprechend eigentlich schlecht liegen. Aber durch diese Technologie kann das Ganze nur ein bisschen besser ausgenutzt werden. Na, hier sehen wir jetzt nochmal kurz die herkömmliche Verbindungsart von äh, den Zellen, die in der Standardweise verbunden werden. Und ähm, da sieht man natürlich hier schon den großen Spalt, wo dann dementsprechend entsteht bei der normalen Verbindung. Und jetzt im Gegensach, Gegenseite zur Schindeltechnologie. Kleinen Moment. So, hier sehen wir jetzt die Schindeltechnologie und hier sehen wir natürlich die überlappende Technik und somit wesentlich wenig Platz, Platzverlust und äh, kann natürlich wesentlich besser... Ähm, ja, ich will nicht sagen genutzt werden, aber doch ist schon äh, wesentlich besser, weil man da wesentlich mehr Zellen draufbringt. Entweder die Platte kleiner werden kann oder eben entsprechend mehr Leistung rausholen kann. Jo, und hier haben wir jetzt natürlich äh, den Unterschied zwischen einem normalen Modul wo ja hier im Prinzip der Zwischenraum für die Verbindung genutzt wird und somit natürlich hier in dem Bereich eine Verschattung auslöst. Und wenn wir uns jetzt im Gegenzug die Schindeltechnologie angucken, wo wir sicherlich hier auch durch die Verbindung eine Verschattung haben, aber durchs Überlappen die obere Zelle natürlich genutzt wird und somit ich im Prinzip keinerlei Verschattung mehr habe durch die produktionsbedingten Eigenschaften. Ja, das war's mal im groben zur Schindeltechnologie. Wie ist ein Schindelmodul aufgebaut? Was sind die Vorteile von Schindeltechnologien oder Schindelplatten als solches? Effektiv, was haben wir jetzt daraus gezogen? Dass es schon richtig ist, dass die Schindel... Platten einen gewissen Vorteil haben, weil sie durch diese Überlapp Überlappung der Schindeln, also sprich der Module, dementsprechend wesentlich mehr Platz zur Verfügung haben, es viel mehr Energie an demselben Platz oder vom selben Raum rausgeholt werden kann. Ich habe die gleiche Fläche, aber wesentlich mehr Strom zur Verfügung, in Anführungszeichen. Jetzt kommt's, wenn aber die Verhältnisse passen. Natürlich muss auch bei einer Schindelplatte dementsprechend das Licht passen. Ähm, es nützt natürlich nichts, wenn ich zwei Platten in Schatten lege. Ähm, dann müssen wir die Werte wieder vergleichen. Ähm, ist natürlich auch wieder ein Thema, äh, weil es gibt ja verschiedene Leerlaufspannungen, verschiedene Voltspannungen. Je höher die Leerlaufspannung von so einem Solarmodul ist, Ganz gleich, ob es Schindeltechnologie oder ob es äh, dementsprechend ein normales Modul ist, desto effizienter ist es und desto mehr Ertrag ziehe ich raus. Das ist ja auch der Grund, äh, warum wir aktuell jetzt das äh, Schindelmodul mit 45 Volt und äh, ich müsste lügen, es wird auch bald eins mit 60 Volt geben, was ja jetzt wieder den Vorteil hat, dass man eigentlich mit dem Modul als solches überhaupt gar keine Reihenschaltung mehr machen muss. Weil Reihenschaltung, mit einer Reihenschaltung provoziere ich ja genau das raus. Ich nehme zweimal 25 Watt Volt Module, schalte die in Reihe, erreiche somit eine Spannung von 50 Volt und verhindere damit, a, dass bei starker Hitze die Volt die Spannung komplett einbricht und ich fördere dadurch dass es wesentlich früher am morgen und spät am abend länger lädt was natürlich unheimlich viel ausmacht weil auch da wieder ich wesentlich mehr effizienz reindringe. und äh, macht aber keinen sinn bei kleinen fahrzeugen weil wenn ich nur einen teil integrierten habe mit sechs meter zwei Module drauf mache, aus platztechnischen Gründen, die dann auch noch in Reihe schalte, hoch uneffizient, weil nur ein bisschen eine Teilverschattung, dann ist, sind die kompletten beiden Module tot, weil dann natürlich weder das eine noch das andere. Ich vergleiche das immer mit einem Grissbaum, wenn ich ein Börnchen ausdrehe, ist der ganze Grissbaum aus und so ist das in Reihe geschaltete Modul auch, so wie das eine Teilverschattet ist, ist alles, was danach kommt, aus. Somit macht es keinen Sinn. Und da kommen dann natürlich effizient die Hochvoltmodule, ich nenne es jetzt einfach mal Hochvoltmodule, zur Geltung, weil ich da keine Reihenverschaltung mehr brauche und ich kann mit zwei solchen Modulen wesentlich mehr Ertrag, gerade bei kleinen Fahrzeugen, rausholen und bin da wesentlich effizienter unterwegs. Und jetzt nochmal zu dem einen oder anderen Vergleich, wo ich ganz gut finde, dass man solche Vergleiche auch an wendet, ist auch wichtig zu sehen, dass das auch wirklich passt. Nur für mich ist dann auch wichtig, dass man die beiden Module mit den exakt gleichen oder nahezu identischen Werten nimmt. Also nicht nur die Wattzahl 100, 110 Watt oder so muss identisch sein, sondern es muss dann natürlich auch noch die Leerlaufspannung und so weiter identisch sein, weil es nützt nichts, wenn jetzt das normale Modul äh, zum Beispiel 35, 36, 38 Volt hat und das Schindelmodul nur 20 äh, oder 18 Volt hat, äh, dann hinkt der Vergleich ja schon wieder. Äh, natürlich schneidet dann das Schindelmodul schlechter ab, weil äh, das kann die Fläche das gar nicht mehr ausmachen, was da dann an Spannung fehlt. Ja, ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. So viel zum Thema Solar und ähm, Jetzt schauen wir noch mal kurz nach hinten, weil da wollte ich euch noch mal kurz was zeigen. Dazu nehme ich euch jetzt mal gleich auf die Hand und wir laufen einmal durch unsere Ausstellung in die Werkstatt. Da haben wir nämlich wieder ein schönes Fahrzeug stehen. Ähm, leider gerade aktuell nur ein Fahrzeug. Das zweite, wo wir heute gemacht haben, das ist schon wieder raus. Weil der schläft heute Nacht drin, der steht unten am Stellplatz, aber er kommt morgen früh wieder, weil die Kunden kommen von weiter her. Ähm, da haben wir auch eine Solarplatte verklebt. So, und jetzt gehen wir mal hoch aufs Dach, was wir da gemacht haben. Hier haben wir eine 170 Watt Blackline von der Firma Büttner verarbeitet. Ähm, ich finde die Platten nicht schlecht. Ähm, in einem Stück 170 Watt und arbeiten auch mit einer moderaten Spannung. Aus der Platte kann man richtig was rausholen, die wir hier verbaut haben. Nicht wundern, hier fällt nur der Kabelkanal, ganz klar. Ähm, dann haben wir hier noch die Satzschüssel montiert. Ähm, hier haben wir dementsprechend unsere äh, Dosen genutzt. Also die war ja schon von Handen, die von der Satzschüssel, die haben wir neu gesetzt. Kabelkanal wird morgen noch gemacht, damit es alles sauber und ordentlich liegt. Und ja, nur mal zurück zur Blackline von der Firma Büttner. Da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen damit. Das sind so, ja, ich sage jetzt mal, die Blackline sind so gute Allround-Platten. Und ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, dass sicherlich jede Platte für jeden Bereich Vor- und Nachteile hat. Hier gibt es sicherlich bessere Platten für den Süden, wo man noch mehr rausholen kann. Es gibt vielleicht bessere Platten nur für den Norden, wo man auch noch mehr rausholen kann. Aber ähm, man braucht ja dann so ein bisschen was Allround-Technisches. Und da finde ich immer die Blackline ganz gut, die sowohl für das eine als auch für das andere eine gute, effiziente Leistung rausholt. Und jetzt komme ich eigentlich wieder auf meinen Ursprungspunkt zurück, wo ich sage, hier muss man genauso wie mit Stromverbrauch und Bedarf eine Bedarfsanalyse machen, um entsprechend mit den Kunden darüber zu sprechen, welche Wünsche hat er denn, wo fährt er denn hin in Urlaub. Ist er ein ausschließlich ähm, Südenfahrer, wo man vielleicht mit einer ganz anderen Platte arbeiten kann? Oder will er auch in den Norden fahren, ähm, wo man auch wieder mit anderen Platten arbeiten kann? Und so denke ich, muss man hier arbeiten. Um für den Kunden effektiv aus dem ganzen Plattenwust, den es gibt mittlerweile, schauen wir hier hin. Ähm, lauter verschiedene Platten, ähm, wo man schon sagen muss, ja, also da muss man schon die richtige finden. Und ihr seht jetzt hier schon vom Größenverhältnis, wie riesig die Büttnerplatten sind, die 170er. Und da wollte ich jetzt auch nochmal zeigen, da gehen wir jetzt auch nochmal ganz kurz hier hinten aufs Schild. Voila! Mit 22,3 Volt, 170 Watt, aber halt einfach eine sehr gute Allround-Platte, weil die natürlich mit 72 Zellentechniken arbeiten und das ist sehr effektiv, auch gerade für Teilverschattungen sehr positiv. Je mehr Zellen, desto besser ist es natürlich auch in der Teilverschattung. Ja, und jetzt sehen wir hier schon wieder das Schindeltechnologie. Ähm, ich möchte hier nochmal darauf aufmerksam machen, ihr seht hier die ganzen Verbinder, die ganzen Lötstreifen entsprechend, beziehungsweise hier sehen wir keine Lötstreifen, Lötstreifen frei, aber wir sehen die ganzen Flächen, wo hier verloren gehen, was ich natürlich hier in der Schindeltechnologie nicht habe. Das ist das, was ich eingangs schon mal erwähnt habe. Also hat alles seine Berechtigung, bloß wie gesagt, ich bin der Meinung, man muss hier immer gucken, dass man für den Kunden mit dem Kunden effektiv das Richtige herausarbeitet und dann auch die richtige Lösung für sein Campingverhalten dementsprechend trifft. Jo, dann haben wir hier einen Solarregler montiert. Ja, ich weiß, wir haben hier keinen Büttnerregler montiert oder montiert, Entschuldigung, montiert. Warum haben wir das nicht gemacht? Weil ähm, bei büttner reglern kann ich kein bluetooth andocken und hier habe ich aber die möglichkeit beim wcs regler einen bluetooth dongel mit anzuschließen und dann kann der kunde seine ganzen daten über bluetooth überwachen, speichern und so haben wir den regler hier sauber eingesetzt, haben sauber verkabelt mit überall den schutzschläuchen drüber und ähm, das wird jetzt hier noch alles sauber verlegt und wieder sauber angeklemmt. Das machen wir morgen gar. Und genauso wie wir dann noch den Receiver vom Fernseher montieren, der ist da hinten noch alles herausen. Das wird aber morgen alles noch frisch gemacht. Und dann haben wir hier auch schon wieder Ordnung geschafft und das Fahrzeug ist dann auch schon fertig. Ja, so schaut's aus mit Solar und ich freue mich schon auf den nächsten Teil, da gehe ich dann auch noch mal ein bisschen näher auf andere Platten ein. Da möchte ich euch auch noch mal mitnehmen, was ist der große Unterschied zwischen 36 Zellen, 72 Zellen, Lötstreifen, Module und so weiter. Was ist da der große Unterschied? Das werde ich euch in meinem nächsten Video mitteilen. und dann auch noch mal die Verbauungsart der entsprechenden Module, was ist für was eigentlich gut geeignet, damit man sich vielleicht auch mal ein Bild machen kann. Mensch, ich bin mehr der Südenurlauber, ich bin mehr der Nordenurlauber, ich bräuchte dann mehr das oder jenes. Das ist dann meiner Meinung nach effektiv. Klar kann man sagen, klatsch mein Dach immer voller Solar, dann liege ich immer richtig. Ja, das stimmt, dann liege ich natürlich auf gewalttechnisch immer richtig. Ähm, wenn ich acht Platten Drom habe auf dem Dach habe, aber viele haben halt eigentlich oder haben halt einfach den Platz nicht und da ist es dann schon wichtig, dass man effektive Platten für ihn zugeschnitten nimmt und dann dementsprechend mal drüber spricht, Mensch, was ist denn wirklich gut für dich? Ähm, jetzt nochmal äh, <laughs> haben wir heute ausgebaut, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ähm, wir haben heute hier, ich habe die mal so aufgestellt von dem Fahrzeug, wo wir gerade aktuell machen, ähm, war jetzt kein Wechselrichter und alles verbaut. Das ist schon richtig, aber es war wieder der Klassiker. Und ich zeige es deswegen, weil es ja auch viele Selbstausbauer unter euch gibt oder dementsprechend mal einen Akku tauschen muss man ja nicht unbedingt immer in die Werkstatt fahren. Und hier waren wieder zwei Akkus verbaut. Es war wieder der klassische Fehler. Die Verbraucher waren alle hier an Plus und an Minus an der ersten Batterie und diese zweite Batterie war hier nur gepuffert. Und jetzt haltet euch bitte fest, nur mit diesen kleinen dünnen Leitungen hier. Also egal wie, so geht es nicht. Das könnt ihr nicht machen, das geht so nicht, da müsst ihr wirklich aufpassen. Ähm, es, es, ich weiß, das sind nur 12 Volt. Ähm, ich weiß, da ist kein Wechselrichter drin und da machen wir auch nur ein bisschen Licht drüber. Also, erstens aber mal falsch angeschlossen, weil hier die ganzen Verbraucher aus einer Batterie gezogen sind. Die zweite wirkt dann immer nur als Puffer. Das hatte ich ja schon mal erklärt. Ähm, und zum dritten, der kann gar nicht puffern, weil der Strom durch die Leitung überhaupt nicht schnell genug nachkommt, wie er hier rausgezogen wird. Also, da wirklich aufpassen, wenn er da mal einen Blick drauf werft, guckt, dass bei zwei Batterien immer diagonal die Verbraucher angeschlossen sind. Plus, Minus und nicht Plus, Minus, das ist falsch, sondern immer diagonal, damit die hier nicht als Puffer wirkt. Und der Querschnitt, wo hier ist, für die Verbraucher, alle Verbraucher zusammengezählt, der müsste im Minimum auch hier sein um dann dementsprechend die zwei Pole zu verbinden. Also wenn ich hier jetzt ein, keine Ahnung, 6 Quadrat, 8 Quadrat, 10 Quadrat habe, könnt da alle mitrechnen, dann würde ich schon mal mindestens hier ein 16 Quadrat nehmen, wenn nicht nur sogar höher, damit ich hier die Patrien sauber verbinde. Ähm, weil das ja, die, 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 der Querschnitt von Kabeln hat ja alles einen Sinn. Es ist ja nicht nur, damit wir ein schönes dickes Kabel haben, weil es wertig ausschaut, sondern es hat ja Sinn, da muss ja was durch. Und je weniger Volt wir haben, desto mehr Ampere haben wir. Das müsst ihr euch immer merken. Und darum ist es wirklich wichtig, 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 die Batterien anständig und sauber anzuschließen, weil der Kunde war genau aus dem Grund hier, weil es leider nichts funktioniert hat. Die Solaranlage hat nicht richtig geladen, die Batterien sind nie richtig voll geworden, die war zu schnell leer und, und, und. Das alte Lied, wenn man das dann so sieht, wie das alles verbunden ist, kein Wunder so das video war jetzt lang genug ähm, so viel zum thema solar und was wir hier heute alles wieder angestellt haben in unserer kleinen werkstatt ähm, wie gesagt im nächsten video will ich euch noch mehr über verschiedene solarmodule mitteilen will ich euch noch mehr über verschiedene äh, Zellentechniken erzählen und äh, 32, äh, 36, 72 und so weiter. Lötstreifen, Nicht-Lötstreifen, Vor- und Nachteile und äh, wenn es die Zeit erlaubt, werde ich auch bis Mitte der nächsten Woche mal so eine kleine Teststationen aufbauen und da werden wir uns dann nochmal drüber unterhalten, wie das Ganze ausgeht. In dem Fall bedanke ich mich ganz herzlich. Wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, bitte abonniert unseren Kanal. Und über ein Like, Daumen hoch, freuen wir uns natürlich sehr. Bitte auch eure Meinungen, eure Erfahrungen bei uns unten in den Kommentaren niederschreiben. Ich freue mich da immer sehr. Ich lese alles, das ist wirklich so. Ich kann nicht immer auf alles antworten, aber wichtige Fragen oder Themen werden auch definitiv von mir beantwortet und dann gehen wir auch darauf ein, weil vielleicht liege ja ich einmal falsch, kann ja auch durchaus sein. Und da freue ich mich über einen guten Content auch von euch. Und ja, bis dahin sage ich ganz lieben Dank und schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich wahnsinnig auf unseren Event. Das wird echt ein Highlight. Ich verrate nicht, wie viele da schon angemeldet sind. Also jede Menge. Also, das wird richtig Spaß und wir kriegen auch ganz tolle Gäste. Das wird richtig spaßig und richtig toll bleibt gesund. Liebe Grüße aus Dingesbühl und bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Danke. Ciao.